Hätten Sie gedacht, dass der urfränkische Ausdruck Buddanken von ganz weit her kommt und nicht nur das Lebensmittel? Das haben wir ja schon in der Schule gehört. Diese und viele andere spannende Wortgeschichten bietet unsere neue Sonderausstellung Vielfraß meets Butterkeks von der Reiselust der Wörter. Herzlich willkommen auch von meiner Seite, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Stadtmuseums. Schön, dass Sie mit uns gemeinsam die Eröffnung dieser Ausstellung feiern, die sich mit dem bedeutendsten Kommunikationsinstrument, das wir haben, unserer Sprache befasst. Ziemlich verrückte Idee, eine Ausstellung über Sprache zu machen, befanden befreundete Museumskolleginnen und Kollegen. Wie soll das gehen? Wie soll das Abstraktum Sprache veranschaulicht? Was soll denn da präsentiert werden? Danke, Herr Essig, dass Sie uns diesen Floh ins Ohr gesetzt haben und gemeinsam mit dem Team, dem Gestaltungsbüro Bauer und Schneider und mit Ihnen, liebe Frau Schinköthe, viele Antworten auf diese Fragen gefunden haben. Leicht war es nicht gerade, aber wir finden, das Endergebnis kann sich sehen lassen. Wichtige Inspiration war dabei die Ausstellung Erlebniswelt deutsche Sprache in Köthen, Sachsen-Anhalt, der neuen fruchtbringenden Gesellschaft. Und sie brachte uns mit den richtigen Menschen zusammen. Mit Frau Professor Seewald Heeg, die momentan leider an Corona erkrankt ist, sonst wäre sie da gewesen, und mit besagter Julia Schinköthe, die Sie gleich nachher hören. Mit letzterer wissenschaftlichen Mitarbeiterin an der Universität zu Köthen fanden wir eine Expertin, die uns auf das Beste wissenschaftlich beriet und dabei auf demselben Trip war wie wir. Spaß soll sie machen. Eine Ausstellung über zu- und abgewanderte Wörter. Auf keinen Fall an den oft ungeliebten Deutschunterricht erinnern. Auf Lust auf Sprache vermitteln und zeigen, dass diese ein lebendiges Abbild dessen ist, was Menschen tun, sehen, denken, essen, wem sie begegnen, wo und mit was sie Handel treiben, wohin sie reisen oder leider auch Krieg führen. Wörter wandern seit Jahrtausenden zwischen den Sprachen. Dies inspirierte uns konzeptionell, die Ausstellung unter das Motto Reise zu stellen. Außerdem hatten wir alle Sehnsucht in Corona-Zeiten. Sie als Besucher unternehmen eine Reise in die Welt der Sprache und begegnen dabei den unterschiedlichsten reisenden Wörtern. Und von vielen, das garantiere ich Ihnen, wussten Sie gar nicht, dass die von weit her kommen. Die Ausstellung bietet eine Menge zu lesen. Ich kann es nicht verheimlichen. Sie müssen dies aber nicht. Sie dürfen auch zuhören, spannenden Wortgeschichten an 14 Hörstationen. Sie können Filmclips sehen, davon 9 selbst produziert, oder eine Menge Spiele machen, die Sie vielleicht animieren, sich lustvoll und aktiv mit dem Thema zu beschäftigen. Und dann gibt es noch viele außergewöhnlich präsentierte Museumsobjekte zu bestaunen. Viele davon mit Erlangen-Bezug, die spannende Wortgeschichten illustrieren. Los geht's im Foyer. Vielleicht haben Sie es schon gespürt, als Sie kamen, dass dem Transitbereich eines Flughafens nachempfunden ist. Sie finden sich mitten im Reisegetümmel und begegnen Wortweltenbummlern und Durchreisenden, viele mit großem Gepäck, alle mit erstaunlichen Geschichten. Zum Beispiel der Star der Stars, dem Wort Schach. Ein Super-Influencer unter den reisenden Wörtern. Herkunftsland Persien, in fast allen Weltgegenden zu Hause und dabei ungeheuer produktiv. Verantwortlich nicht nur für das Schachspiel, das wir kennen, sondern auch für Checkpoint, Checken, den Scheck, die Schecke. Näheres erzähle ich jetzt nicht, das können Sie sich nachher anschauen. All
diese Wörter im Foyer, ob Vielfraß, ein Missverstandener, oder Handy, ein Scheinwanderer, Kiosk, ein Vielreisender, erzählen nicht nur ihre individuelle Geschichte, sondern stehen für Wortzuwanderungstypen. Ein Kollege sagt dazu, wir haben quasi die Linguistik durch die Hintertür eingeführt, aber keine Angst, sie merken es eigentlich nicht. Deutsch ist mitnichten nur aufnehmende Sprache. Dass es selbst sehr reiselustig ist, erfahren Sie in unserer Abflughalle, auch im Foyer. Wenn 10 Erlangerinnen und Erlanger erzählen, welche deutschen Worte in ihre jeweiligen Muttersprachen eingereist sind. Jetzt kommt es, jetzt muss ich Tschechisch sprechen. Schnipftichl im Tschechischen kommt vom deutschen Schnupftuch und bedeutet Taschentuch. Hopei, das war jetzt Japanisch, okay, ich arbeite noch einmal an meiner Aussprache, bedeutet dort Bierkneipe und leitet sich wahrscheinlich vom Wort Hopfen oder von Hofbräuhaus ab. Hätte man nicht gedacht, ne? Oder das Wort Bagger, das es auch so im Arabischen gibt. Sie können es aber anschauen, es wird extrem anders geschrieben. Von dem der Interviewte bis dahin gar nicht wusste, dass es sich nicht um ein arabisches Wort handelt, sondern um ein deutsches. Übrigens, meine sehr geehrten Damen und Herren, das wird Ihnen in der Ausstellung auch immer wieder passieren. Worte wie Kauderwelsch oder Fachchinesisch an den Wangen der großen Treppe führen Sie in den ersten Stock und stimmen auf das Thema im kleinen Saal ein. Wie geht man jetzt mit diesen Fremdwörtern um? Ein Blick in die Geschichte zeigt, nicht jeder sprachliche Neuankömmling wird als Bereicherung angesehen. Stets gab und gibt es Versuche, Fremdwörter zu verbannen oder durch sogenannte urdeutsche Begriffe zu ersetzen. Unterschieden jedoch immer in ihrer Radikalität und ihren jeweiligen Motiven. Ein Beispiel wäre, als produktive Wortneuschöpfer betätigten sich die Barockdichter Philipp von Zesen, wird Frau Schinkhütte auch noch was kurz erzählen, oder der Nürnberger Georg Philipp Harsdörfer. Sie wollten mit Eindeutschungen von Fremdwörtern das Ansehen der deutschen Sprache heben und gegen das als übermächtig empfundene Latein und Französisch, das die damaligen Eliten dem Deutschen vorzogen, stärken. Manche ihrer damaligen Erfindungen sind bis heute gebräuchlich. Wie, also ich wusste es auch vorher nicht, das Tagebuch, das sie für das französische Journal vorschlugen. Seit der Zeit gibt es dieses Wort. Oder, ich freue mich, dass der Herr Lasalvia da ist, das ist für ihn jetzt ein Beispiel, Bücherei anstelle der lateinischen Bibliothek. Viele ihrer Wortneuschöpfungen konnten sich allerdings nicht durchsetzen und lassen einen heutzutage schmunzeln. Oder wissen Sie, was Meuchelpuffer ersetzen sollte? Oben im kleinen Saal genügt ein Blick in die verborgene Vitrine und die bringt Auflösung. Meuchelpuffer, deutsch für Pistole. Wenn man drüber nachdenkt, kommt man drauf, ja? Heute sind es die Anglizismen, die manche aufregen. Deshalb fragen wir Sie oben im ersten Stock, sind diese ein Must-Have oder ein No-Go? Aber was sind denn die Treiber von Wortwanderungen? Im großen Saal versuchen wir einen Blick auf den Einfluss der Wissenschaft am Beispiel der Medizin. Ich sage mal Medizin statt Erlangen. Nehmen die vielbeschworene Digitalisierung und den globalisierten Handel in den Fokus. Reisen Sie bei uns mit Kolumbus in die Karibik zu den Tainos. Ihre Bezeichnungen kamen mit den Handelsgütern und ihren kulturellen Praktiken nach Europa. Ananas, Hängematte, Mais, Tabak, Cohiba sind Relikte einer leider untergegangenen Kultur. Denn für die Tainos als Volk
verlief die Begegnung mit Kolumbus und seinen Männern tragisch. Schon 100 Jahre später waren sie als Volk durch Sklaverei und Krankheiten ausgerottet, sodass ihre Worte jetzt Relikte sind in unserer Kultur. Einflüsse aus dem Rotwelschen, das wird genannt eine Gaunersprache, Gauner- oder Geheimsprache, wollten wir ebenfalls thematisieren. Aber was sollten wir da zeigen? Die bekannte Comiczeichnerin Isabel Kreitz, mit Erlangen seit vielen Jahren verbunden als Preisträgerin des Erlanger Max- und Moritz-Preises, in dessen Jury sie seit vielen Jahren sitzt, hat uns hier geholfen. Sie erzählt diese interessante Zuwanderungsgeschichte in einer wunderbaren Illustration. Bis heute nämlich haben sich Ausdrücke bei uns erhalten wie Kohldampf haben. Du bist ja Meschugge. Und eine große Anzahl an verschleiernden Umschreibungen für Geld, das sollte die Polizei nämlich nicht mitbekommen, wie Penunze, Kohle, Kies. Hast du Schotter? Mensch, viel Zaster, pinke, pinke. Lassen Sie sich überraschen. Auch das Thema Erlangen und das Französische klingen an, auch wenn es schwierig ist, Belege für den eindeutigen Einfluss der Hugenotten auf den Sprachgebrauch in Erlangen zu finden. Vor allem waren es wohl handwerkliche Fachbegriffe, aber wir sind auf eine nette Geschichte gestoßen, die nicht direkt wissenschaftlichen Ansprüchen genügt, die aber zumindest belegt, dass um ca. 1900 auch in Erlangen von Deutschen Französisch gesprochen wurde, hier halt auf unsere unnachahmliche Weise, da hat man gesagt, ich fehe ich gleich einmal das Trottoir. Mit einem Gang durch die Küche, das Wohnzimmer, das Kinderzimmer und den Kleiderschrank endet die Ausstellung und zeigt noch einmal, wie Gegenstände mit ihren Bezeichnungen aus anderen Sprachen uns im Alltag täglich umgeben. Die Ausstellung war inhaltlich, organisatorisch und technisch sehr aufwendig und wirklich komplex. Eine Menge Leute waren daran beteiligt. Allen gilt mein herzlicher Dank. Besonders natürlich den Kolleginnen und Kollegen des Stadtmuseums, den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Sandra Kastner, sie ist auch stellvertretende Museumsleitung, Andreas Thum und der Volontärin Sonja Kammerlander. Frau Kastner darüber hinaus für die souveräne Projektleitung und das große Engagement bei der Exponatbeschaffung. Für die Werkstatt mit Kolja Birk, er steht hier hinten, Harry Schlegel und Hans-Jürgen Hippe, war die Ausstellung wirklich quantitativ eine Herausforderung. Und sie haben sie alle bestens gemeistert, einen tollen Job gemacht. Vielen Dank. Noch nie hatten wir nämlich in der Ausstellung so viel Technik. Danke auch an die Öffentlichkeitsarbeiterin Stefanie Seubold und die Museumspädagogin Christine Brehm. Wir bereiten gerade, jetzt muss ich gucken, wo ich es habe, ein Spiel für Kinder und die ganze Familie vor. Das wird so aussehen und soll ein Reisepass, Reisespaß werden für die Kinder und die Familien. Und wir werden es circa in 2 Wochen fertig haben. Dank allen anderen Unterstützerinnen und Unterstützern. Es waren unglaublich viel. Sie können sehen, draußen haben wir eine wahnsinnig lange Tafel, wo wir uns bedanken. Ich kann sie leider nicht alle namentlich nennen. Es waren Externe in der Werkstatt, die Partner bei den Interviews und in der Filmproduktion, bei den vielen Kofferspendern, wir hatten einen Aufruf gemacht und konnten uns dann vor Koffer kaum retten, und wirklich den vielen Leihgebern. Stellvertretend für Sie alle sage ich, ich habe gehört, es wäre ein Vertreter da, dem Nürnberger Airport für die gute Kooperation danke. Denn eines ist klar, im Erlanger Stadtmuseum können und dürfen nur Fotos aus dem Heimatflughafen Nürnberg hängen. Und so haben wir es auch geschafft. Ganz zuletzt mein herzlicher Dank an meinen Arbeitgeber, die Stadt Erlangen, für das Vertrauen in meine und unsere Arbeit sowie die Bereitstellung der Ressourcen. Das ist wahrlich keine Selbstverständlichkeit. Ich weiß es zu schätzen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei dem Ausstellungsbesuch. Und hiermit ist die Ausstellung eröffnet. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss.